Hi, ich bin Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind immer noch hier im zweiten Run und haben in der letzten Folge eben diesen begonnen. Mit unserem Starter, diesem Zedra King Queendra. Wir haben Gucci gefangen, ein Viech, von dem ich den deutschen Namen nie lernen werde, Chillabell. Seit Clanny und beim Seiten. Aber Gucci haben wir verloren und im Austausch dafür Lorbeere erhalten, die nun das neueste Teammitglied ist. Boah, die sind ja beide nicht. Also Gucci war Level. Welches Level? 9? 10? Aber wir haben wegen einem Crit eben dieses Pokémon verloren. Und jetzt reisen wir heute weiter. Zunächst über diese Route, auf der wir letztes Mal Lorblatt gefangen haben. Und ich bin auch sehr froh über diesen Lorblatt-Encounter, weil zum Beispiel das da... Das da hätte ich nicht gerne gehabt. Und du machst mir da jetzt auch keine Probleme. Damit wir uns hier verstehen. Tschüss. Warte, stand da überhaupt, dass das sehr effektiv war? Müsst's doch. Vor allem ist Lorbeere jetzt schon halb besiegt. Das gibt Geld. Ich habe 5 Tränke. Ich gehe mal die riskante Variante. Der Encounter ist unnötig. Bruh! Lorbeere wird auf keinen Fall vor Latias fliehen können, wenn sie es nicht vor allem Feueraffen da schafft. Das hätte wirklich schlimm werden können, das sage ich euch. So, komm. Trainer. Also komm. Das schaffst du doch, Lorbeere. Ist ja auch hier kein schlechtes Moveset. Charme, was macht das Angriff senken? Ja, schade, ich habe keine speziellen. Ich müsste auf Crits hoffen, die beim Rasierblatt ja durchaus möglich sind. Ist das dein Ernst? Das Ding will nicht, dass ich... Ey. Ich vergifte dich gleich. Ich hoffe zwar im Moment auf den Crit, aber gleich vergifte ich dich einfach. Und jetzt ist Metronom dran. Komm, du zündest ja jetzt nicht gleich. Okay, keine schwache Attacke, aber das überlebt Lorblatt. Es ist gerade ziemlich riskant. Boah, aber warum crit ich auch nicht? Rasierblatt hat doch eine hohe Chance. So, nächste Runde heilig. Komm, jetzt kommt ja wohl kein Feuersturm oder sowas. Okay, es ist wieder eine starke Attacke, aber wieder nicht sehr effektiv. Die Folge beginnt schon nicht so angenehm. Ja, das ist eine Käferattacke, aber die wird doch jede Runde stärker irgendwie, also bringt überhaupt nichts.
wenn man sie im Metronom drin hat. War ganz schön unnötig schwer, sage ich jetzt mal. Aber Lorbeere hat es geschafft und bekommt dafür zum Glück einiges an Erfahrung. Du kämpfst gar nicht. Was ich aber auf keinen Fall vergessen darf, ist, dass am Ende dieser Route nochmal Bell nervt. So, hoffentlich nervst du auch nicht. Amaldo, aber warte, ist das Käfergestein oder Wassergestein? Ich vergesse das immer. Käfer. Ich denke aber nicht, dass es schon so krasse Attacken hat und ein Crit halt. Ich meine, wirklich hab ich die erhöhte Crit-Chance? In Pokémon Günther crit ich teilweise 17 Mal in Folge gefühlt? Und hier? Ich habe das Gefühl, dieses Spiel hasst mich. Auch bei den Runs, die ich privat so zocke, da kommt... Digga, ich glaube immer noch nicht, was mir da bei meinem letzten privaten Run passiert ist. Als ich wirklich legit von einem Pokémon in der ersten Arena... Wie viele Runden? Ich glaube 13 Runden in Folge bin ich zurückgeschreckt. Ich habe mich immer wieder geheilt, aber ich bin 13 Mal zurückgeschreckt. So, Lorbeere hat inzwischen einiges an Erfahrung, aber ich sag's, wie es ist. Ich spiele hier sehr sicher. Außerdem will ich mir noch ein paar Items holen. Übrigens, damit wir das gleich geklärt haben, das hatte ich ja auch schon so gemacht in meinem ersten Pokémon Schwarz. Im Dreamjahr zähle ich das geschenkte Pokémon und das, Pokémon, das man halt encountert, als zwei unterschiedliche und werde beide mitnehmen. So, ich habe auf jeden Fall Geld für ein paar mehr Tränke. Wie viele Pokéballs habe ich? Oh, ja, brauche ich noch. Es ist halt schwer oft in dem Spiel so das Geld zu verwalten. So, weiter hoffentlich rennen wir jetzt nicht wieder in irgendwas, wo ich nicht flüchten kann, das broke ist. Oh, das ist sogar sehr gut. Das ist sehr gut, weil das werden wir ziemlich sicher sehr zerstören können und damit Erfahrungspunkte gönnen. Ja. Das größte Problem ist, Lorbeere ist ein guter Encounter, meiner Meinung nach. Viele mögen das Pokémon nicht, ich verstehe es nicht. Ich finde es einen sehr guten Encounter. Das große Problem ist, es wird sich nochmal entwickeln. Ich glaube, ich habe eingestellt, dass es auf Level 30 sich in dieser Form entwickelt spätestens, aber... Wenn nicht, dann ist es auch nur ein paar Level später. Und dann müssen wir eben hoffen, dass was Gutes rauskommt. Es kann theoretisch alles dabei rauskommen. Es könnte sich dann auch zu Carpador oder so entwickeln. Es wird sich dann zwar noch einmal mehr entwickeln. Aber da muss ich dann natürlich auch erstmal Glück haben, wie... Entwicklung ist auf 3 Stufen beschränkt. Da kann man nicht unendlich seinen Ranz machen. So. Jetzt den besiegen und dann müssen wir bereit sein. Der Typ sagt, er hat einen Yorkliff. Das bezweifle ich. Gut, es ist auf jeden Fall gut, dass ich gerade auf Queendra bin und nicht auf Lorblatt.
Ich hoffe einfach, dass das okay Damage macht. Ja, kann man sich nicht beschweren. Auf jeden Fall auch deutlich mehr. Oh nein, Nightshade. Ich meine, es ist jetzt nicht so stark, aber mies ist es trotzdem. 10 HP runter. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich mich lieber nochmal heilen will vor dem Battle. Schön noch ein Level up. Die war, glaube ich, vom Level her auch relativ hoch schon. Vor allem für eine Randomizer ist der Kampf nicht so... Für eine Randomizer Nuzlocke ist der Kampf nicht so ungefährlich. Deep Sea Tooth? Pff, Top Tragia, genau. Was ist denn dieser Tiefseezahn? Na toll, das wirkt nur auf ein Pokémon. Das bringt ja absolut nichts. Vor allem in der Randomizer Nuzlocke könnte ich ja nicht mal, wenn ich wollte, wirklich nach dem Pokémon fischen. Ich gehe das Risiko mal so ein. So, da ist er. Ist halt echt mies, dass man hier nicht mal geheilt wird oder so. Also wer es nicht weiß, zwei Pokémon. Okay, das ist auf jeden Fall machbar. Level 6 ist das hier. Das andere ist aber ziemlich sicher noch ein paar höher. Ich hatte zumindest im Kopf, dass die Level technisch wirklich nicht schlecht dabei war. Special Attack. Aber das wird doch trotzdem reichen. Ja. Okay, wäre jetzt halt schön, wenn ich ins zweite Lorbeere einwechseln könnte. Das kann ich definitiv nicht. Okay, aber tatsächlich vom Level her nicht so krass, wie ich dachte. Das gewinne ich. Wenn der jetzt nicht irgendwie noch eine krasse Geheimwaffe raushaut, dann müsste ich das haben. Drachenwut kann er nicht haben, das könnte dieses Pokémon aber auch nicht erlernen, wenn ich mich gerade nicht komplett batu. Das macht aber auch nicht viel, außer zu nerven. Nein! Also, wenn ich jetzt Pech habe... Okay. Es hätte jetzt komplett eskalieren können mit dem Zeug. So, Queen 3 kriegt auch noch schön Level. Ich glaube, ich bin ein bisschen overleveled tatsächlich. Das passiert in der Randomizer relativ schnell, glaube ich. Dafür ist halt auch der Punkt, sobald man Pokémon verliert. Ach stimmt, ich muss ja gleich das nächste Rivalen-Battle machen. Nur, dass ich dieses Mal die Chance habe, mich vorher zu heilen. Und dass ich auch weiß, wann es... Okay, nee, ich glaube, man wird da trotzdem direkt reingeschmissen. Aber man kann es sich zumindest eher denken. So, der Typ hier sagt einem auch... Der Arenaleiter ist in der Trainerschule. Das hier ist die Trainerschule. Aber hier sind lauter irrelevante Typen, nicht der Arenaleiter, nur Charon. Der war hier gerade noch Maya kämpfen. So. Gegen Mallory. Auch zwei Pokémon, hoffentlich auch nicht schwerer. Und der Beginn ist tatsächlich relativ gut für mich. Scheint vom Level her ein bisschen höher zu sein. Vielleicht hatte ich es auch verwechselt.
Ja, und der nutzt Items. Aber ein Problem machst du mir trotzdem nicht mit dem Ding. Jetzt halt nur hoffen, das Problem, oder? Ich weiß nicht, gibt's irgendeinen Typen? Oh, das ist easy. No problem. Gibt's irgendeinen Typen, der beide meiner Teammitglieder wirklich zerstören kann? Mir würde gerade nichts einfallen. Trotzdem brauche ich noch ein drittes Pokémon. So, Cinnabern. Ja, das war doch mal wirklich einfach. Da hat Queen 3 keine Probleme bekommen. Das war ziemlich geschenkt. Beide sind auf 11 inzwischen. Ich weiß auch nicht, warum ich mich jetzt heile. Ja, auch nicht, ich weiß. So, und ich könnte jetzt in die erste Arena, aber ich will da wirklich sicher gehen. Die erste Arena ist für mich immer so ein Punkt in diesem Run, in dem es eigentlich sehr abgeht. Hier geht es in der Regel wirklich ab. Deswegen gehe ich zunächst hier rüber und kann hier erstens etwas trainieren und mir eben das geschenkte Pokémon schon abholen. Oh Gott, ich sag euch, es ist gerade so wichtig, dass ich Drachenwut ausgeschaltet habe. Das Ding würde das sonst so sicher können. Der Kampf wird aber trotzdem nervig, weil ich nicht gerade viel Damage machen kann. Aber es ist mehr Schaden, als ich dachte, und ich gewinne das ja auf jeden Fall auf Dauer. Benutzt ein paar Mal Kopfnuss, zieht mir fast die Hälfte meiner Leben ab, aber damit ist es auch weg und gibt halt gut Erfahrung. Junge, was? Oh Gott! Was ist denn mit dir los? Ich geh mal auf Lorbeere, eigentlich will ich da keinen von beiden reinschicken, aber wahrscheinlich wäre Queendra auch sinnvoller gewesen, bloß. Och nein, jetzt auch das noch! Okay, das macht aber guten Damage. Der will aber auch nur nerven. Komm, Crit, Crit, Crit! Crit! Sehr schön! Endlich mal ein Zeitpunkt, an dem der Crit wirklich wichtig war. An dem er dann auch gekommen ist. Synthese! Auf jeden Fall deutlich lieber als das da. Jawohl! Der Kampf hätte echt schief gehen können. Vor allem, wenn Drachenwut nicht deaktiviert wäre, hätten die das sehr wahrscheinlich beide genutzt. Jetzt bin ich gespannt. Der Typ ist eigentlich immer schon ziemlicher Tryhard, wenn ich hier spiele. Wird er auch dieses Mal eine Ausnahme sein, wie vieles in diesen Let's Play Runs? Dein erstes Pokémon wirkt schon so ein bisschen so. Das ist halt wirklich die Sache, so Boden oder Gestein. Solche Pokémon sind wirklich komplett verloren gegen mich. Da ich hier ein Wasser- und ein Pflanzen-Pokémon derzeit dabei habe. Oh, da ist jetzt aber gefährlich. Das Ding ist ein starkes Pokémon. Und Lorbeere kann ich da nicht nutzen. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn ich das Ding down kriege, möglichst direkt und dann beim dritten Pokémon auswechseln könnte. Okay,
Ich habe gedacht, mit dem Silberblick könnte das vielleicht gefährlich werden, aber offensichtlich ist alles noch entspannt. Aber ich merke, ich bin von den Leveln her sehr hoch. Heißt aber nicht, dass nicht irgendwas dazwischen kommen kann. Magneton, ah. Das ist mies, aber da bin ich auch lieber mit Lorbeere drin als mit Quindra. Vor allem, wenn Quindra geschwächt ist und Elektroattacken. Also am liebsten hätte ich das nicht als Gegner, aber... Der hat auch hier. Special Defense geht runter. Ja, das macht trotzdem nichts, komm. Ich wollte gerade sagen, Crit wäre jetzt schön. Stattdessen triffst du nicht mal. Crit wäre schön, ansonsten braucht man noch eine Runde. Aber ja, jetzt weichen wir aus. Und das war's. Jetzt kommt der Crit wieder, ne? Was ist gerade los, Alter? So, Level 13 für Lorbeere. Und damit sind die Trainer auf dieser Route besiegt. Wir bekommen noch ein Item und Dida verschenkt das Pokémon. Was ist das? Das hört sich... bei einem Wassermove. Das ist natürlich, wenn man Wasser und ein Pflanzen-Pokémon-Team hat, nicht so wichtig irgendwie. Mein erstes Pokémon war Kingdra. Oh! Genau. Mein Seedraking ist leider wirklich schwach gegen Feuer-Pokémon. Deswegen bekomme ich jetzt... Warte, ist Prime... Warte, ich überleg gerade. Ich hab gerade überlegt, welche Form da... Ich hab gerade überlegt, ob das die Mittel- oder Endstufe von Panflam ist. Ja! Nein! Ich meine, es ist trotzdem ganz cool und ich gebe dem wahrscheinlich auch gleich erstmal diese Ups. Andererseits, das erhöht Spezialangriff, das Item. Und es ist John Cena. John Zenk. Ah, nee, dann gebe ich das Item, denke ich, erstmal. Es ergibt im Moment bei allen keinen Sinn, ist der Punkt, aber ich gebe es mal an Quindra. So, was genau kann denn John Cena? Ah, je schwerer der Gegner, desto krasser der Angriff. Aber die anderen sind hier nicht gerade überzeugend. Ja, es ist jetzt nicht das Stärkste. Grasaf. Und ich würde sagen, ich packe das für die nächste Folge auf den Rahmen und wir beenden diese heute. An diesem Punkt. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr die erste Arena nicht verpassen wollt. Es wird auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Die erste Arena war eigentlich auch bei mir immer nicht mit zu spaßen. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Bis dann und ciao.